Hallo und herzlich willkommen bei TechStage. Mein Name ist Kamal und heute in diesem Unboxing wollen wir uns die Huawei Watch anschauen. Das ist eine Smartwatch, die jetzt seit einigen Monaten bekannt ist, aber so langsam noch in diesem Monat, also September, auf den Markt kommen wird. Wie das Innere aussieht, was alles drin ist, das alles und vieles mehr jetzt bei TechStage. Von der Huawei Watch gibt es vier verschiedene Varianten. Es gibt sie in Schwarz, es gibt sie in Silber, es gibt sie in Gold und natürlich vieles mehr. Mit Leder, mit Metall und so weiter und so fort. Und ja, das sind also die vier verschiedenen Versionen. Die Preise beginnen von 399 Euro bis hin zu 799 Euro. Und das, was wir hier haben, das ist die Ledervariante. So sieht dessen Verpackung aus. Ich weiß also nicht wirklich, wie die Goldverpackung aussieht oder wie die Metallverpackung aussieht. Aber wir machen jetzt einfach damit weiter. Das ist ein Würfel. Hier steht Huawei Watch, Android Wear und Huaweis Logo. Mehr ist da auch nicht dabei. Hier unten noch etwas Kleingedrucktes. Nimm das mal hoch und nimm mal den Rahmen hier runter. Weg. Und so sieht die Box aus. Darin befindet sich die Uhr. Nämlich, das ist die Huawei Watch, angekündigt, wie gesagt, auf dem GSMA Mobile World Congress 2015. Und jetzt, so langsam, dürfen wir sie etwas anfassen. Nehmen wir das mal hier raus. Viel befindet sich nicht drin, eigentlich wirklich nicht viel. Etwas zum Lesen, wer das möchte. Ein Netzgerät mit einer Ausgangsstromstärke von 1 Ampere und das dazugehörige Ladekabel. Sieht erstmal aus wie ein Endoskop, ist aber natürlich das Cradle für die Uhr. Und das funktioniert nicht magnetisch über Induktion, wie wir es von der Apple Watch kennen, sondern über vier verschiedene Federkontaktstifte. So läuft das Ganze hier ab. Über das Technische gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Das ist eine normale Android Wear Uhr. Das heißt, wir haben 512 MB RAM, wir haben 4 GB Speicher, einen normalen Prozessor. Das Display hat eine Diagonale von 1,4 Zoll, die Uhr insgesamt 42 mm. Und das Display ist ein AMOLED, das heißt tolle Schwarzwerte, aber ich glaube schwierig in Sonnenlicht zu lesen, wie zum Beispiel jetzt. Es löst auf mit 400 x 400 Pixel, das ist sehr, sehr hochauflösend für eine Uhr. Und die Pixeldichte ist dann 286 ppi, das ist wirklich sehr, sehr scharf. Wie ich bereits sagte, es ist ein Durchmesser von 42 mm, aber die Höhe des Cases ist 11 mm dick und darin befindet sich ein Akku, nämlich einer mit 300 mAh. Und hier läuft natürlich Android Wear OS, die neueste Version. Sie ist kompatibel nicht nur mit Android, aber auch seit kurzem mit iPhone. Und hier auf der Rückseite befindet sich ein Herzfrequenzmessgerät, sodass euer Puls getrackt werden kann. Wer die Uhr individualisieren möchte, der kann das ganz normal über diesen Schnellwechsler machen. Das heißt, einfach nur reindrücken und rausnehmen und dann wieder einsetzen und natürlich wieder einsetzen. Das klappt sehr gut und ihr seht schon, obwohl ich das jetzt schnell gemacht habe, mein erstes Mal, klappt das hervorragend. Mein erster Eindruck von der Huawei Watch ist ein positiver, denn die Uhr ist nicht schlecht verarbeitet. Im Gegenteil, sie ist hochwertig durch und durch. Sie ist nicht zu groß, sie ist nicht zu klein, auch nicht zu dick und auch nicht zu dünn. Und auch die Masse stimmt, ideal liegt sie auf der Hand und auch auf dem Arm. Es gibt aber eine Besonderheit und das ist wirklich einzigartig bei dieser Uhr oder generell auch bei den Android Smartwatches. Und zwar ist das das Display. Damit meine ich jetzt nicht die sehr hohe Auflösung, sondern was darüber ist, das Glas. Es ist ein Saphirglas, sehr widerstandsfähig, sehr hart und fast unzerkratzbar, wenn man es nicht darauf anlegen möchte. Das Glas kennen wir übrigens auch vom One M9 und auch vom iPhone 6. Es ist auf der Rückseite der Kamera und schützt die Kameraabdeckung. Das ist eigentlich die Uhr. Wie gesagt, sie kommt ab September in den Handel in den vier verschiedenen Varianten. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wisst, wie die Uhr funktioniert, was alles drin ist. Und wir schauen uns die Uhr jetzt noch etwas genauer an und geben euch demnächst einen ausführlichen Test.